Alarm am Samstagmorgen. Einsatz zwischen Leben und Tod. Der Notarztwagen der Berliner Feuerwehr jagt mit Tempo 80 durch die Straßen. Wo fahren wir jetzt hin? Ich habe die Straße nicht mit. Feldstraße 5, Wedding. Brustschmerz. Brustschmerz oder Atemnot? Ich habe Atemnot verstanden. Er hat recht. Im Altenheim droht eine Frau zu ersticken. Zuerst kam der Rettungswagen, dann wurde ein Notarzt gerufen, der Retter für die schweren Fälle. Jetzt hier ein sogenanntes Lungenödem, das heißt ein Herzversagen und das Gefühl, ersticken zu müssen. Und das ist so ziemlich das Schrecklichste, was es gibt. Und Sie sehen, dass hier die Rettungsassistenten von der Feuerwehr schon Beatmungsgerät bereitgestellt haben. Wir müssen noch damit rechnen, dass wir sie vielleicht künstlich beatmen müssen. Auf dem Gang läuft der Betrieb weiter. Im Zimmer kämpfen Dr. Bertschat und sein Team um das Leben der Patientin. Es hängt jetzt an einer Maschine. Gestern hat die alte Dame noch gefeiert. Heute Morgen hat sie ihre Arznei genommen und wie immer das Kalenderblatt abgerissen. Vielleicht zum letzten Mal. Ihre Überlebenschancen sind aber nicht schlecht, weil der Notarztwagen schnell gerufen wurde. So kann sie den Transport auf die Intensivstation des nächstgelegenen Krankenhauses überleben. Die besondere Belastung des Notarztes besteht darin, dass er seine Patienten nicht kennt, aber oft binnen weniger Minuten oder gar Sekunden Entscheidungen treffen muss, die für sie Leben oder Tod bedeuten können. Ein Beruf mit hohem Einsatz und hohem Risiko. Die Frau ist im Krankenhaus, die Sanitäter der Feuerwehr richten ihren Wagen wieder her. Gibt es Einsätze, die Ihnen richtig nahe gehen noch? Kinder. Und das spielt eigentlich auch ja keine Rolle, wieso, weshalb, warum, wenn irgendwie Kinder im Spiel sind. Also letztens hatten wir so einen plötzlichen Kindstod, das war schon ganz schön hart. Wie ist Dr. Bertschat im Vergleich jetzt zu anderen Notärzten? Das ist eigentlich in Ruhe, ja. Kann man eindeutig sagen. Im Einsatz, ja. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Alarm hat sich Dr. Bertschat auf seine Station verzogen. Er ist 40 Jahre alt, Oberarzt am Virchow-Klinikum in Berlin. Auch nach 14 Jahren fährt er noch regelmäßig auf dem Notarztwagen, um den besonderen Patientenkontakt zu erhalten, den kein anderer Arzt erlebt. Wenn es geht, nutzt Bertschat die Zeit zwischen den Alarmen für kurze Visiten auf seiner Station. Der Rettungsapparat. Geräte, die unmenschlich aussehen, dem Menschen aber immer mehr angepasst werden. Wie hält es ein Notarzt 24 Stunden im Dienst aus? Wie gut ist seine Konzentration am Ende der Schicht? Ja, die Frage der Konzentration ist ja immer eine Frage des Momentes, ne? Ein wechselnder Reiz bedeutet hohe Konzentration. Sie sagen, das zu belassen. Macht Sie das nicht nervös? Gibt es Situationen, wo Sie dann auch wirklich nervös werden? In der Regel nicht. Nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Der nächste Alarm kommt immer dann, wenn man nicht damit rechnet. Die Sanitäter spurten los, um ihre rollende Intensivstation startklar zu machen. Sie brauchen 40 Sekunden. Musik. 20 Sekunden später taucht Dr. Bertschat auf. Draußen noch ein 100-Meter-Lauf bis zum Feuerwehrstützpunkt, schnell aufgesprungen und Abfahrt zum nächsten Einsatz. Im Gegensatz zum Reporterteam ist er die Ruhe selbst. Ja, es ist sicherlich so, dass ich mir diesen Beruf schon immer gewünscht habe, schon vom frühen Jugendalter her, und zu den wenigen gehöre, die nicht nur ihren Wunschberuf haben lernen dürfen, sondern ihn auch ausüben darf. Und das an einer Stelle, wo man tatsächlich auch etwas im Sinne seines Patienten bewegen kann.
Bertschat weiß über seinen nächsten Patienten vom Funk nur, dass es sich um Atemnot handelt und dass die Wohnung im ersten Stock liegt. Kaum jemand kennt so viele Treppenhäuser wie der Notarzt und seine Sanitäter. Wieder eine alte Dame, wieder Atemnot, doch ein ganz anderer Fall als bei Schichtbeginn. Ja, Sie zeigen ganz genau, wo es ist. Diese Frau hat ein paar Reiskörner in den falschen Hals gekriegt und schafft es alleine nicht mehr sauber durchzuatmen. Da fliegt das erste raus und die restlichen holt der Arzt mit einem Saugschlauch. Nach 20 Minuten ist die Arbeit erledigt, die Frau glücklich, das Team zieht wieder ab. Notarzt in der deutschen Hauptstadt. Häufigster Alarmgrund, Verdacht auf Herzinfarkt. Vierzehn Notarztwagen sind ständig im Einsatz, einer davon Wedding 2505. Im Schnitt 12 Alarmfahrten pro Tag, bei jeder dritten etwa ringt ein Patient mit dem Tod. Ich finde, es ist eine unmittelbare ärztliche Tätigkeit, unmittelbare Hilfeleistung für den Patienten und deswegen auch für mich selbst sehr schön. Ich kann daraus viel Kraft schöpfen. Wie ist das, durch Berlin zu fahren mit Blaulicht? Anstrengend. Ja? Erzählen Sie mal, was ist so das Anstrengendste? Das Anstrengendste sind die anderen Verkehrsteilnehmer, weil die sich meistens nicht so verhalten, wie man meint. Auch das Auto macht einiges mit. Alle 5000 Kilometer braucht es neue Bremsbeläge, alle 20.000 Kilometer ein neues Automatikgetriebe. Der nächste Alarmruf erreicht das Rettungsteam gleich auf der Rückfahrt, bewusstlose Person. Diesmal ist der Notarzt schneller als der Rettungswagen, der immer dazu alarmiert wird. Sein Martinshorn ist aber schon zu hören. Nach einer knappen Minute beim Patienten kommt Dr. Bertschert aus dem Zimmer. Ein schlechtes Zeichen. Wer ist denn hier gestorben? Der Mann, glaube ich. Ja? Hm. Kennen Sie sie, die Nachbarn? Ja, nicht so gut. Sie können nichts mehr tun hier? Warum kommt die Person, die ist leblos, ja. Was heißt, leblos heißt tot, ja? Ja. Ja. Und an was ist er gestorben? Weiß man das? Ja, also so wie ich das mitgekriegt habe, hat er schon etliche Vorerkrankungen. Wie oft kommt das vor, dass Sie mit Toten zu tun haben, dass Sie tote Menschen sehen? Häufig, sehr häufig, ja. Ja. Wie gehen Sie damit um? Ist das normal? Ist das irgendwo... Ja, wenn es alte Leute sind, ist das ja eine normale Erscheinung, sag ich mal. Wenn die Angehörigen gefasst sind, ist das natürlich auch etwas leichter für uns auch selbst. Naja. Wenn sie jünger sind, ist es natürlich auch belastend, sag ich mal, aber es ist nicht so, dass man jetzt einen Tag lang damit zu tun hat. Ja. Was passiert jetzt hier? Der Doktor, der schreibt jetzt einen Leichenschauschein. Und dann wird die Polizei die Leiche übernehmen. Keine Wiederbelebung nach Rücksprache mit den Angehörigen. In den Leichenschauschein schreibt der Notarzt als Todesursache ungewiss. Die Kripo wird Stunden später entscheiden, ob die Leiche in die Gerichtsmedizin gebracht werden muss. Ich denke, in diesem Falle war es eine, oder war es die einzig richtige Entscheidung, Wiederbelebungsmaßnahmen nicht zu beginnen, da der Patient extrem schwer krank war und mir eben dieser lange Verlauf auch bekannt war. Wer hat die Entscheidung getroffen, nicht wieder zu beleben? Die Entscheidung konnte jetzt insofern von mir getroffen werden, als dass ich den Patienten und seine schwere Krankheit kannte. Ansonsten wäre es so indiziert gewesen, den Patienten zu reanimieren und hochwahrscheinlich wäre er dann nach wenigen Stunden oder Tagen auf der Intensivstation verstorben. Wenn es überhaupt gegangen wäre. Diese Dose Mandarinen wurde aufgemacht, kurz bevor das Schicksal wie ein Blitz zuschlug. Die letzte Momentaufnahme aus der Küche. Arbeit getan, draußen übernimmt die Polizei und Bertschat kehrt zurück auf seine Intensivstation. Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass es für Ärzte und Krankenpflegekräfte sehr schwer ist, Menschen sterben zu sehen, je jünger sie sind. Mir persönlich geht das nicht so. Jedenfalls seit einiger Zeit nicht mehr so. Mein Verhältnis dazu hat sich geändert. Ich denke, ich bin Arzt, der Tod ist im Prinzip mein Feind, ich bekämpfe ihn.
Aber da, wo ich nicht mehr heilen kann, sondern da, wo ich nur noch lindere, und auch das ist meine wesentliche Aufgabe als Arzt, da ist es manchmal ein Freund. Der Tod als Freund. Gelegentlich kann der Notarzt das Sterben leichter machen. Mit dem Tod umzugehen, für angehende Ärzte ein schwieriges Feld. Diese Medizinstudenten sollen erstmals selbst an einer Leiche arbeiten. Wir wollen hier heute Punktionstechniken und Drainagetechniken an einem verstorbenen Menschen üben. Dieser Patient ist offensichtlich einem Sekundenherztod erlegen und ist zur Sektion freigegeben. Das heißt, wir dürfen mit ihm Dinge üben, die nicht gegen die guten Sitten verstoßen, und das tun sie nicht. Seine Persönlichkeitsrechte sind gewahrt. Im Halbstundenrhythmus kommen 5 Gruppen dran. Jeder darf an der Leiche den Noteingriff bei plötzlicher Atemnot ausprobieren. Ein guter Jahrgang, sagt Bertschad über die Studenten, aber schlecht ausgebildet. Zu viel Theorie, zu wenig harte Wirklichkeit. Ist Herr Bertschad, mit Dr. Bertschad ein guter Lehrer? Schon. Ja. Er erklärt alles sehr gründlich, sehr ruhig. Er hat das alles gründlich durchdacht für sich. Er scheint sehr einfühlsam, auch in die Situation des Studenten. Bertschad findet, dass im Medizinstudium die Praxis des Menschenrettens zu kurz kommt. Er verbringt viel Zeit damit, seine Erfahrung am praktischen Beispiel weiterzugeben, etwa bei dieser Übungsvisite auf seiner Intensivstation. Ja, gerne. Sie steht ganz vorne. Und dann mit, würde ich ihn berühren und... Genau, da, aber erstmal die Hände des Patienten. Um auszuschließen, ob er schläft oder... Der Patient liegt seit 2 Wochen im Koma. Die Studenten sollen feststellen, wie tief. Ich bin Gott sei Dank in einer Klinik groß geworden, wo sozusagen die Kleinen sehr engmaschig von den etwas Größeren, das heißt an Dienstjahren, Erfahrungen und Kollegen, an die Hand genommen wurde. Und ich hatte eigentlich in der Zeit, wo man als junger Arzt Angst hat, immer jemanden dabei oder jemanden im Hintergrund, den ich sofort rufen konnte. Die Gruppe beginnt heute ein Praktikum auf der Intensivstation. Pflichtprogramm im 5. Semester. Kaum ein Medizinstudent aus dieser Gruppe will später hier oder auf dem Notarztwagen arbeiten. Intensivmedizin, wir waren schon mal auf einer Intensivstation bei Ihnen. 2, 3, 4, 5. Ich denke schon auch, dass es auf Dauer mir auch zu stressig wäre. Also ich denke, nichts ist schlimmer als wenn, oder frustrierender für einen auch belastend, wenn dauernd, also die Menschen unter den Händen wegsterben einfach. Man muss dauernd einsatzbereit sein, man muss vor allen Dingen, hat eine große Verantwortung, richtig zu handeln, man kann schnell Fehler machen und die dann auch entscheidend sind. Einsatz auf einer Baustelle in Berlin-Mitte, gefilmt bei einer früheren Gelegenheit. In der Alarmmeldung hat Dr. Bertschad erfahren, dass ein bewusstloser Patient bereits reanimiert wird. Zum ersten Mal erleben wir Anspannung beim Alarm. Bertschad weiß, dass es hier für einen Menschen um alles oder nichts geht. Ein Bauarbeiter führt die Retter zum Unfallort. Bertschad macht ihm Beine. Jede Sekunde zählt, wenn ein Gehirn nicht mit Blut versorgt wird. Oben steht eine portugiesische Baukolonne fassungslos vor dem Mannschaftscontainer. Drinnen liegt ein 31-jähriger Arbeiter leblos auf dem Rücken. Er ist beim Mittagessen umgekippt und seine Kollegen haben erst nach ein paar Minuten den Rettungswagen gerufen. Bertschad sieht sofort, diesem Mann können nur noch Stromstöße bis zu 5000 Volt helfen. Vorbereitungen für das entscheidende Mittel der Wiederbelebung. Draußen steht noch das Mittagessen. Keiner von ihnen hat heute aufgegessen. Bertschad und dem Rettungsteam gelingt es, den Arbeiter für Sekunden ins Leben zurückzuholen. Dann ist er plötzlich wieder weg. Oben im Container wird um ein Menschenleben gekämpft, unten um die Einhaltung der Liefertermine.
Bertschat hat mit allen Tricks seiner 14-jährigen Erfahrung gearbeitet, doch die Zeit läuft ab. Ja, in den nächsten 2 Minuten entscheidet sich, ob wir weitermachen oder nicht. Das ist nicht gut aufgesetzt. Nach 43 Minuten und über 20 Elektroschocks gibt Bertschat das bittere Kommando aufzugeben. Jetzt können wir ab, ja? Der Schock. Noch vor 1,5 Stunden war ihre Welt in Ordnung, jetzt sind sie verzweifelt. Ende eines Einsatzes, Ende eines Lebens. In Portugal hat eine Familie mit 3 Kindern ihren Vater und Ernährer verloren. Dr. Bertschad ist zu spät gekommen. Einige Minuten früher alarmiert und der Mann könnte noch leben. Das ärgert ihn. Mehr bleibt nicht von diesem Erlebnis haften. Keine schlechten Träume, sagt er, keine Psycholast für sein Privatleben. Frank Bertschad hat selbst 2 Töchter und eine Ehefrau, die er im Beruf kennengelernt hat. Am Familienleben, sagt er, nehme er derzeit nur als Gast teil. Das stört ihn und er versucht wenigstens Verständnis bei den Kindern für seinen Beruf zu wecken. Ich bemühe mich natürlich auch, ihnen was zu zeigen. Bin dann schon mal gelegentlich in der Klasse gewesen, habe dann den Kindern gezeigt, wie man Erste Hilfe leisten kann mit einem Pflaster und mit einer Binde. Und dann habe ich auch schon mal in der Schule zeigen dürfen, wie ein Notarztwagen von innen aussieht. Das sind natürlich Beziehungen, die Kinder auch irgendwie dann zu mir knüpfen und auch irgendwo wissen, was ich mache. Das Krankenhaus kann man natürlich nicht mit nach Hause bringen, das will ich auch nicht. Bleibt das Problem der Zeit. Ja, ich sehe meinen Mann selten. Ich habe natürlich Verständnis für die Arbeit, weil ich auch selbst Ärztin bin. Aber fürs Familienleben sieht es doch nicht so gut aus, vor allem weil die Kinder ihn selten sehen. Seine Familie, durch Nacht- und Wochenenddienste belastet, versteht nicht so recht, warum Bertschad sich in der kargen Freizeit auch noch ehrenamtlich fürs Rote Kreuz engagiert. Die Familie war eigentlich der Meinung, dass er sich mehr der Familie widmen sollte. Aber für ihn war diese Arbeit halt wichtig. Er hat die Familie auch vorher befragt, ob wir damit einverstanden wären. Und so ist es halt dazu gekommen, dass er diese Tätigkeit zusätzlich noch aufgenommen hat. Herr Bertschad, wird Ihnen das nicht ab und zu mal zu viel? Auch noch diese zusätzlichen ehrenamtlichen Tätigkeiten zum Beispiel, die ja nun nicht sein müssten. Also ich empfinde im Moment, dass jeglicher Fortschritt, der sich in unserer Gesellschaft abspielt, aus Privatinitiative kommt. Und ich denke, dass unsere Gesellschaft in ihrer gesamten Breite ohne ehrenamtliche Tätigkeit überhaupt nicht existenzfähig ist. Denken Sie an die Freiwilligen Feuerwehren, denken Sie ans Technische Hilfswerk, denken Sie an die Hilfsorganisationen. Und für mich ist das eben die Tätigkeit im Deutschen Roten Kreuz. Zum Beispiel am Abend dieses Drehtags als Freiwilliger bei einem Konzert. Viele tausend Menschen strömen in die Deutschlandhalle vorbei an der Hilfsstelle des Roten Kreuzes. Udo Jürgens wird heute singen und viele der Fans sind potenzielle Patienten für Dr. Bertschad. Ansonsten, unsere beiden Ärzte haben dann heute jeder einen Pieper, einmal den 28er, der Frank Bertschad und der Elke Häusler kriegt noch den 27er. Ne? Anders als auf dem Notarztwagen ist Bertschad hier Kamerad. Okay. Das Sagen hat ein Sanitäter vom Roten Kreuz, mit dem der Arzt vor dem Konzert einmal das Terrain abläuft. Die meisten Konzerte verlaufen ruhig, aber wenn was passiert, dann klappt meist nicht nur einer um. Den ersten Notfall bekommt Bertschad gar nicht mit. Ein Sicherheitsmann hat sich am Finger gerissen. Alarm für die Krankenschwester. Während des Konzerts nur leichte Fälle, kein Einsatz für Dr. Bertschad. Anders beim letzten Mal. Da spielte eine Punkband namens Die Ärzte und etliche Fans kollabierten. Zurück auf die Straße, zum Notarztwagen Wedding 2505, mit dem wir die Reportage begonnen haben. Der zweite Teil unserer Wochenendschicht mit einem neuen Rettungsteam der Feuerwehr. Dr. Bertschad hat jetzt 12 Stunden Dienst hinter sich mit 6 Alarmfahrten. Weitere 12 Stunden liegen vor ihm. Der erste Einsatz hinter Gittern, in der Gefangenensammelstelle der Berliner Polizei. Eine Streife hat einen Betrunkenen abgeliefert, der plötzlich bewusstlos wurde. Der Notarzt kommt gerade noch rechtzeitig. Einige Minuten später und der Mann wäre tot.
Bertschardt braucht Informationen, wie der Mann gefunden wurde. Oder wer weiß das über ihn? So, wer hat ihn dann hier betreut von den Beamten? Er hat die schnarcht. Er hat die liegen und die schnarcht. Also die schlafen halt neben sie. Dann ist er mit ihm zum Wagen gelaufen. Laufen selber konnte er nicht mehr. Was denn? Wir mussten ihn tragen. Wir mussten ihn tragen? Hm? Ja. Aber er hat nicht die Füße bewegt und nicht? Nee, er hat auf der Bank gelegen und die schnarcht. Ja, als sie zum Wagen gegangen haben, nicht die Füße bewegt und nicht mitgelaufen, gar nichts. Der Arzt bohrte nach, der Beamte wurde immer unsicherer, doch er hat alles richtig gemacht. Schließlich kennt auch er Morbus Wedding, zu Deutsch die Wedding-Krankheit. Die Sanitäter der Feuerwehr verstehen darunter eine heftige Alkoholvergiftung, die im Stadtteil Berlin-Wedding besonders verbreitet zu sein scheint. Mit jeder Minute geht es dem Mann besser. Atmung, Bewusstsein, Herzschlag. Dank moderner Geräte arbeitet sein Körper wieder. Der Patient hätte einen unkompletten Ausfall einer Vitalfunktion, das heißt, er würde sozusagen sterben, das ist jetzt beseitigt. Er kommt jetzt auf die Intensivstation und wir werden sehen, ich hoffe ja, dass wir ihn relativ schnell über die Runden kriegen, wenn er sicherlich stark unterkühlt und auch stark alkoholisiert, was sonst noch dazu kommt. Das wird sich noch rausstellen. Vielleicht bleibt es auch einfach dabei. Fertig machen zum Abtransport auf die Intensivstation. Die Polizisten sind froh, dass ihnen der Betrunkene nicht vor den Füßen gestorben ist. Dann hätten sie Ärger mit der Presse und dem Staatsanwalt. Alltag in der Ausnüchterungszelle. Hunderte saufen sich jährlich in Deutschland anonym zu Tode. Hier wird jede Nacht ein Betrunkener als hilflose Person eingeliefert. Er hat Glück gehabt. Seine Körpertemperatur beträgt immer noch 34 Grad. Er muss Stunden auf einer Parkbank gelegen haben. 3,8 Promille, wie sich später herausstellt. Auch den Grund für das Besäufnis erfahren wir am nächsten Morgen. Ärger mit dem Sozialamt. Auf der Intensivstation des Virchow-Klinikums ist das letzte freie Bett vorbereitet. Das Rettungsteam liefert den bewusstlosen Mann ab. Das Personal ist meist wenig begeistert über Patienten, die sich selbst in solchen Notlagen bringen. Gerätetausch. Der Patient wird an die Technik der Intensivstation angeschlossen. Seine Herzfrequenz ist stabil, sein Leben wieder sicher. Erst jetzt interessiert, wer er ist. So, jetzt kriegen wir mal raus, wie er heißt. Gehen wir mal runter, lesen das aus, dann werden wir wissen. Gertschardt prophezeit, dass wir mit dem Mann eine Überraschung erleben werden, wenn er wieder wach ist. Auf alle Fälle ein teurer Kater. Das Ausschlafen einer Alkoholvergiftung auf der Intensivstation kostet inklusive Notarzteinsatz mindestens 2000 Mark. Eine Stunde später, Verdacht auf Herzinfarkt. Weil alle anderen Wagen in der Nähe beschäftigt sind, fahren wir fast 20 Kilometer. Und mal nicht atmen, Moment. Ja, sehr gut. Und ganz normal weiteratmen. Hm? Warum haben Sie den Notarzt gerufen? Ich hatte schon 2 Herzinfarkte. Und innerhalb 2 Stunden ging der Blutdruck von normal auf 200 zu 100. Mhm. Und die Herzfrequenz ging über 100. Und dann, ich habe das selbst versucht runterzubekommen mit Nitro-Spray, mit meinen Tabletten, mit Lyrcem und zur Beruhigung Valium 10. Aber es reagierte nicht auf. Und dann habe ich den Ärzte angerufen, Notarzt, die sagte, ich soll die Feuerwehr anrufen, das ist sicherer. Das EKG ist in Ordnung. Ja, da ist nichts Aufregendes zu sehen. Na bitte. Also waren wahrscheinlich Ihre Medikamente, die Sie genommen haben, genau die richtigen. Zur Sicherheit, dass Sie mit uns mitkommen. Muss das sein. Wir wollen auch nochmal sicher gehen, ne? Ah. Oder habe ich das falsch verstanden? Das ist mir alles egal. Bei diesem Fall spielen menschliche Probleme offenbar auch eine Rolle. Zurück auf dem Stützpunkt. Die vor einer Stunde gelieferte Pizza wird in der Mikrowelle heiß gemacht. Dr. Bertschardt nutzt die Gunst der Stunde, um in einem Anzeigenblatt ein gebrauchtes Surfbrett zu suchen, falls er im Sommer mal ein Wochenende frei hat. Frank, deine Pizza!
Pizza mit Thunfisch und Knoblauch um Mitternacht, nicht ganz nach Bertschats Geschmack. Er hat extra was bestellt, das nicht kalt werden kann. Ich habe einen Salat bestellt, danke. Jürgen Hensel stärkt sich für den nächsten Einsatz, dem er erwartungsvoll entgegensieht, der Hausparty im Virchow-Klinikum. Gut 1000 Studenten der Medizin und verwandter Fächer amüsieren sich auf der von Professoren gesponserten Fete. Für das Rettungsteam eine willkommene Abwechslung um zwei. Der Piepser ist in dem Krach zwar nicht zu hören, aber immer noch zu fühlen. Bei einem Alarm vibriert er in der Hosentasche. Nach einer Runde Cola zieht das Team um 2:30 wieder ab. Im Rettungseinsatz bringt die Fete offenbar keinen Spaß. Dr. Bertschat macht sich ernste Gedanken über den Nachwuchs auf dem Notarztwagen. Im Grunde des Herzens ist sicherlich jeder, der Mediziner wird, auch jemand, der gerne unmittelbar und direkt helfen will. Aber viele werden abgeschreckt, viele gehen dann auch andere Wege, ohne sich irgendwann mal in ihrer Ausbildung um diese Basics zu kümmern. Das ist eigentlich schade, weil irgendwann wird auch jemand, der Psychiater wird, mal als allgemein Mediziner oder als Arzt angesprochen. Und was wirkt Ihrer Ansicht nach abschreckend? Unheimlich schnell, unheimlich viel Leistung bringen zu müssen, das rund um die Uhr. Der Leiter des Feuerwehrstützpunkts macht sich zur Ruhe bereit. Das Rettungsteam schaut Boxen und Comedy. Und Jürgen Hensel mag noch gar nicht glauben, dass dies seine erste Nacht als Notarztsanitäter wird, in der er ein paar Stunden am Stück durchschlafen kann. Dr. Bertschat hat sich auf seine Station zurückgezogen, um Computerarbeit zu erledigen. Er wundert sich auch, dass die Nacht so ruhig ist und legt sich gegen 4 aufs Ohr für 2,5 Stunden. Jetzt versuchen wir mal ein bisschen schlafen zu gehen. Gute Nacht. Auf der Intensivstation gibt es keinen Unterschied zwischen Tag und Nacht. Morgens warten Besucher auf Einlass. Und um 9:15 schwankt ein Mann über den Flur, den wir in der Nacht mehr tot als lebend in der Gefangenensammelstelle erlebt haben. Jetzt raucht er wieder seine erste Zigarette, als ob nichts gewesen wäre. Dabei ist er dem Tod von der Schippe gesprungen. Ohne die schnelle Hilfe des Rettungsteams wäre er jetzt ein Fall für den Friedhof. Das Leben dieses Mannes, der hier lag in diesem Bett, hing von 2 Minuten ab. Wie, und er ist jetzt nach Hause gegangen. Wie verarbeiten Patienten sowas? Also in allermeisten Fällen verdrängen die das, beziehungsweise merken es gar nicht. Die Situation, in der wir ihn aufgefunden haben, war ja so, dass er überhaupt keine Reaktion mehr auf Schmerz oder andere Reize hatte. Er war komatös, wie wir sagen. Das heißt, er kann sich daran auch nicht erinnern. 24 Stunden sind um. Wie fühlen Sie sich? Gut, so wie immer. Noch fit. Ja, durchaus. Ein Pfleger rollt das Bett des Entlassenen zum Reinigen. Für die nächste Nacht. Vielleicht wieder für einen neuen Patienten des Notarztwagens Wedding 2505.